Die vierte Säule der objektorientierten Programmierung ist die Polymorphie. Und dabei geht es darum, dass eine Variable unterschiedliche Datentypen annehmen kann, beziehungsweise in unterschiedlichen Gestalten auftreten kann. Und das ist schon etwas Besonderes, denn in ST müsst ihr ja bei der Deklaration von Variablen immer einen Datentypen angeben und der bleibt über die Programmlaufzeit unverändert. So, das heißt, ein Bool oder ein Integer bleibt immer ein Bool oder eine Integer-Variable. Und gleiches gilt auch erst einmal für Funktionsbausteine. Also eine Einschaltverzögerung bleibt immer eine Einschaltverzögerung und kann nicht einfach als Ausschaltverzögerung verwendet werden. So, wie kann es dann also sein, dass eine Variable trotzdem ihren Datentypen ändern kann? Und das hat etwas mit Vererbung oder genauer gesagt mit einer speziellen Eigenschaft der Vererbung zu tun. Im Video zu diesem Thema habe ich euch schon erklärt, dass Klassen, die durch Vererbung aus einer Basisklasse abgeleitet werden, als Spezialisierung gesehen werden können. Das habe ich in diesem Beispiel hier erklärt. Die Basisklasse IDF to dir var speed ist eine Einzelsteuerfunktion zur Ansteuerung eines einfachen Schrittmotors. Und damit kann man den Motor ein- und ausschalten, eine Fahrtrichtung wählen und eine Geschwindigkeit vorgeben. Von dieser Klasse habe ich durch Vererbung zunächst die Klasse IDF to dir var speed pause abgeleitet, die den Funktionsumfang der Basisklasse um eine Pausenfunktionalität ergänzt, mit der der Antrieb für eine einstellbare Zeit angehalten werden kann. So, und davon habe ich dann in der nächsten Vererbungshierarchie einen dritten FB, IDF to dir var speed ramp, abgeleitet, mit dem die Zielgeschwindigkeit rampenförmig angefahren wird. Durch Vererbung ist die Basisklasse hier also immer weiter spezialisiert worden. Daneben kann man aber die Vererbungsbeziehung auch als eine sogenannte Ist-Ein-Beziehung sehen. Die Klassen IDF to dir var speed pause und ramp sind also auch Klassen vom Typ IDF to dir var speed, nur eben etwas spezialisiert. Vereinfacht ausgedrückt haben also Klassen, die durch eine Vererbungsbeziehung entstehen, mehrere Datentypen, nämlich all diejenigen Datentypen der Klassen, die in der Vererbungshierarchie über ihnen stehen. Deswegen können auch Instanzen von abgeleiteten Klassen in jedem Kontext verwendet werden, in dem der Typ der Basisklasse erwartet wird. So, wenn ihr diesen Zusammenhang begriffen habt, dann habt ihr auch schon die Grundidee, die hinter der Polymorphie steckt, verstanden. Der Rest ist dann nur noch die richtige Anwendung dieses Konzepts. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt wieder an einem Beispiel. In dem Main-Programm, das ich hier vorbereitet habe, instanziere ich zunächst ein Objekt FB-Stepper vom Typ der Einzelsteuerfunktion zur Ansteuerung eines Schrittmotors. Dieser FB dient zur ganz einfachen Ansteuerung, wobei der Antrieb nur ein- und ausgeschaltet und eine Richtung und Geschwindigkeit vorgegeben werden können. BInit ist ein Flag, das ich nur zum Initialisieren der Einzelsteuerfunktion brauche, wobei hier die Maximalgeschwindigkeit gesetzt wird. BEnable und AnVelocity sind das Freigabesignal bzw. die Geschwindigkeitsvorgabe für den Motor und diese Variablen sind mit den Hardware-Signalen verknüpft. So, die Motoransteuerung wird dann also hier in einer Ablaufsteuerung verwendet und diese Steuerung ist in dem FB Sequence Control implementiert, der an dieser Stelle instanziiert wird. Bevor ich in diese Ablaufsteuerung springe, will ich noch erwähnen, dass diese Variablen BB20 und BB22 mit Näherungssensoren verknüpft sind, die auch in der Steuerung abgefragt werden. Und BRUN ist im Prinzip ein Ein-Ausschalter für die Ablaufsteuerung. Also wenn BRUN true ist, dann wechselt die Steuerung ganz normal zwischen den Zuständen und andernfalls bleibt die Steuerung einfach in dem aktuellen Zustand stehen. So, und hier seht ihr jetzt die Implementierung der Steuerung FB Sequence Control, die einen ganz einfachen Ablauf ausführt. Wenn das Eingangssignal BExecute true ist, dann wird ein Werkstück hier auf dem Transportband nach rechts gefahren und zwar mit hoher Geschwindigkeit. Wenn BLimitWrite dann den Wert true hat, in meinem Beispiel hier ist das der Fall, wenn das Werkstück vom Näherungssensor B22 erkannt wird, dann wird der Motor erst ausgeschaltet und danach springt die Steuerung in den Zustand 1, wo das Werkstück dann wieder auf dem Transportband zurückgefahren wird, allerdings mit geringerer Geschwindigkeit, und zwar bis BLimitLeft true ist. In dem Beispiel ist das gegeben, wenn das Werkstück vor dem Näherungssensor B20 erkannt wird. Dann stoppt der Motor wieder. Die Steuerung wechselt in den Zustand 0, wodurch das Werkstück dann wieder nach rechts gefahren wird. Und dann läuft der Prozess also wieder von vorne los. Und wenn BExecute auf False geschaltet wird, dann wird die Ablaufsteuerung gar nicht weiter ausgeführt und der Motor wird ausgeschaltet. Ganz wichtig ist jetzt noch, dass die Motoransteuerung über eine Einzelsteuerfunktion vom Typ IDF to dir var speed erfolgt,
die dem FB per Referenz übergeben wird. So, dieses Beispielprogramm lasse ich jetzt einmal laufen und dann seht ihr hier, wenn ich das Signal BRUN auf True setze, dann wird dieses Werkstück auf dem Transportband mit konstanter Geschwindigkeit zwischen den Sensoren B20 und B22 hin und her gefahren. Vorwärts immer etwas schneller als rückwärts, wie ihr das auch hier nochmal in diesem kleinen Scope seht, wo die an den Motor ausgegebene Geschwindigkeit visualisiert wird. So, jetzt möchte ich mein Programm so verändern, dass die Zielgeschwindigkeit des Werkstücks auf dem Transportband rampenförmig angefahren wird. Eine Einzelsteuerfunktion, die den Motor auf diese Weise ansteuert, ist der FB, EDF to DFR Speed Ramp, den ich im Video zur Vererbung implementiert habe. Die genaue Implementierung ist an dieser Stelle aber gar nicht wichtig. Relevant ist hier nur, dass ihr wisst, dass EDF to DFR Speed Ramp durch eine Vererbungsbeziehung aus EDF to DFR Speed entstanden ist. Ich ändere im Deklarationsteil des Main-Programms jetzt also den Datentyp von FB Stepper in EDF to DFR Speed Ramp. Und das ist auch schon alles, was ich hier ändere. Der gesamte Rest, inklusive der Implementierung der Ablaufsteuerung, bleibt unverändert. Jetzt könntet ihr einwenden, dass hier etwas mit den Datentypen nicht stimmt. FB Stepper ist ja ein Objekt vom Typ EDF to DFR Speed Ramp, das ich an dieser Stelle an die Instanz von FB Sequence Control übergebe. Dort wird aber ein Objekt vom Typ EDF to DFR Speed erwartet, oder genauer gesagt eine Referenz darauf. Dass diese Zuweisung aber tatsächlich funktioniert, liegt eben gerade an der anfangs angesprochenen Ist-Einbeziehung. EDF to DFR Speed ist nämlich die Basisklasse, aus der die Klasse Ramp abgeleitet wurde. Und deswegen wird das Objekt FB Stepper eben auch überall dort akzeptiert, wo ein Objekt vom Typ EDF to DFR Speed erwartet wird. Jetzt lasse ich das Beispiel nochmal laufen und starte die Steuerung, indem ich das Signal BRUN wieder auf True setze. Und dann könnt ihr den Unterschied zu der vorherigen Implementierung deutlich erkennen. Die Geschwindigkeit des Transportbands wird jetzt nämlich rampenförmig angefahren, wie das auch nochmal in diesem Scope verdeutlicht wird. So, bis hierhin habt ihr hoffentlich nachvollziehen können, dass ihr unter Verwendung der Vererbung eure Programme sehr gut modular aufbauen könnt. Konkret habe ich hier in dem Beispiel das Verhalten des gesteuerten Systems einfach dadurch verändert, dass ich den Datentyp der Motoransteuerung ausgetauscht habe. Auf diese Weise habe ich also meine Steuerung in zwei Versionen bekommen, die sich einzig und allein in dem Datentyp des Objekts zur Motoransteuerung unterschieden haben, das an den FB Sequence Control übergeben wurde. Okay, und die Voraussetzung dafür, dass ich das so einfach machen konnte, war eben, dass diese Klassen in einer Vererbungsbeziehung zueinander stehen. So, was ich euch jetzt noch zeigen will, ist, dass es sogar möglich ist, den Datentyp des Objekts der Einzelsteuerfunktion zur Programmlaufzeit zu verändern. Das heißt, ich verändere mein Programm gleich so, dass ich über einen Umschalter auswählen kann, ob das Transportband mit einer konstanten Geschwindigkeit oder rampenförmig angesteuert wird. Und dazu mache ich im Deklarationsteil des Main-Programms jetzt folgende Ergänzung. Zunächst einmal deklariere ich eine Instanz von jeder der beiden Einzelsteuerfunktionen. FB Stepper Simple realisiert also die einfache Motoransteuerung und mit FB Stepper Ramp wird die Zielgeschwindigkeit rampenförmig angefahren. Den Datentyp von FB Stepper ändere ich dann noch in Reference to EDF to DFR Speed. Und schließlich füge ich noch die Variable BSimpleMode ein, die gleich mein Umschalter sein soll. Im Anweisungsteil ergänze ich dann noch die Initialisierung der beiden neuen Instanzen der Einzelsteuerfunktion. Und ich füge hier noch eine Auswahl ein. Wenn BSimpleMode true ist, dann weise ich FBStepper die Referenz auf das Objekt FBStepperSimple zu. Andernfalls erhält FBStepper die Referenz auf das Objekt FBStepperRamp. Hier müsst ihr beachten, dass FB Stepper ja eine Referenzvariable ist und deswegen muss die Zuweisung hier auch mit dem Ref-Gleich-Operator erfolgen. So, hier könnt ihr also deutlich erkennen, dass FB Stepper in Abhängigkeit vom Wert von BSimpleMode unterschiedliche Datentypen annimmt. Bildlich gesprochen tritt also das Objekt FB Stepper, wenn es an die Steuerung FB Sequence Control übergeben wird, dort in unterschiedlichen Gestalten auf. Und das ist genau das, was Polymorphie wörtlich bedeutet, nämlich Vielgestaltigkeit.
So, und wie sich diese Vielgestaltigkeit in der Praxis auswirkt, zeige ich euch jetzt in der Demo. Zuerst einmal setze ich meinen Umschalter Be Simple Mode of True und dann starte ich die Ablaufsteuerung. Dann seht ihr, dass das Werkstück auf dem Band mit konstanter Geschwindigkeit hin und her gefahren wird. Und jetzt lege ich meinen Umschalter um und dann seht ihr, dass die Zielgeschwindigkeit des Transportbands rampenförmig angefahren wird. So, einen wichtigen Aspekt will ich jetzt noch ergänzen zu dem Thema Polymorphie. Ihr habt ja jetzt gesehen, dass an den FB Sequence Control sämtliche Instanzen von Klassen per Referenz übergeben werden können, die durch Vererbung von der Basisklasse IDF to Dirva Speed abgeleitet sind. Das heißt, das Objekt IDF Drive Control kann also unterschiedliche Datentypen haben. Jetzt kommt aber eine Einschränkung. Auf dieses Objekt können nur die Methoden und Eigenschaften angewendet werden, die in der Basisklasse als public deklariert sind. In meinem Beispiel mit der Basisklasse IDF to Dirva Speed hier sind das die Methoden MON und MOFF und die Eigenschaft PVALMAX. Dass alle Objekte, die hier übergeben werden können, genau diese Methoden und Eigenschaften haben, ist durch die Vererbungsbeziehung ja sichergestellt. Denn auf jeden Fall erben die abgeleiteten Klassen diese Methoden und Eigenschaften von der Basisklasse und gegebenenfalls werden sie durch Überschreiben verändert. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass alle Erweiterungen in den abgeleiteten Klassen, also neue Methoden und Eigenschaften, hier in dem FB nicht angewendet werden können. In meinem Beispiel hier hat ein Objekt vom Typ IDF to Dirva Speed Ramp auch eine Methode mPause. Da diese Methode aber nicht in der Basisklasse enthalten ist, kann die in diesem FB auch nicht verwendet werden.